Eine halbe Stunde später. Jetzt finde ich doch nett von YouTube. Bin ja mal gespannt, wann jetzt kommt erneut verbinden, weil ich bin ja nicht wieder vorschriftsmäßig vorgegangen. Ja, war ich ja sowieso nicht. Ja, weil ich mache, was ich will und nicht das, was andere wollen. Gott sei Dank. Naja, ab und zu mache ich auch mal, was andere wollen, aber dann hat es seinen Grund. Ja, also ich bin ganz überrascht, über hier, das hier, das Telefon. Warum? Wegen dem Tarif, ich blicke ja noch nicht so richtig durch, wegen diesem Telekom-Tarif. Natürlich nutze ich das nicht jetzt hier im vollen Umfang. Die werden bestimmt schon versucht haben abzubuchen. Und da auf dem Konto ein Struff ist, ja, geht das ja nicht. Ja, da können die so viel buchen, wie die wollen. Zwar nur 10 Euro, aber die Bank legt das trotzdem nicht aus. Ich muss sowieso erstmal mit der Bank reden, dass sie das auch machen. Ja, wenn die Telekom da was abbuchen will, dass sie das dann auch machen. Ja? Außerdem muss ich noch ein paar Fragen stellen, aber dazu brauche ich natürlich einen Kundenservice. Ne? Und ihr wisst ja, wie schwer das ist, da jemand an die Strippe zu kriegen. Ja? Jemand, der kompetent ist. Jemand, der auch die richtige Auskunft geben kann und nicht wohl was kostet. Weil wenn ich jetzt vom Handy das machen würde, dann müsste ich bezahlen 1,99. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Extrakarte, bei der Extrakarte, wer da anruft bei der Auskunft, der zahlt 1,99. Wer so bescheuert ist, meine ich. Ich war übrigens so bescheuert, ein paar Mal schon. Ach so, hier die, das ist auch so geil. Kapier klebt. Und hält. Hab ich noch nie geschafft. Ja, ich musste mir mal neu kaufen. Ja, weil es ist eine 1-Euro-Brille. Ja, und die halten ja eh nicht lange. Und bei mir sowieso nicht, so wie ich aufpasse. Ja. So geil. Ach, das ist so herrlich. Nee, wenn die wüssten. Oh, wie ich aussehe. Ah, ich sehe richtig lecker aus. Oh, weia, das ist ja zum Fürchten, finde ich. Ja? Aber das macht nichts. Warum nicht? Naja. Für wen muss ich denn hier schön sein? Ja? Und für mich bin ich ja sowieso schön, auch jetzt. Ja? Also, wer richtig kicken kann, sieht meine Schönheit. Ne? Aber das sind nur die Leute, die da wirklich gucken können. Ja? Es gibt ja zu wenig, die gucken können. Ne? Sonst hätte ich ja nicht so viel Stress. Ja. Ja, ist die Wahrheit. Dann hätte ich weniger Stress. Ja. Aber da Leute immer bei mir von dem Falschen aussehen, also ich sag mal nicht immer, aber meistens, ja. Ja, also ja, welche, die mich über 40 Jahre lang kennen, gehen manchmal von Dingen aus, die sie selber machen, aber schmeißen mir das dann vor. Wie zum Beispiel, hör auf zu lachen, ja, dabei ist das mein Wesen, ja, und so weiter, dann wird's heiter. Die bilden sich dann ein, ich lach die aus, ja. So, ja, sehr gute Freunde denken das, manchmal, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen, ja. Weil die müssten mich ja nun wirklich kennen und wissen, dass ich mich nicht darüber freuen kann, wenn ihnen irgendwas widerfahren ist, was ihnen nicht gefällt. Das kann ich nicht, ja. Im Gegenteil, ja. Früher war es ja so, dass ich dann sofort helfen wollte und aber nicht konnte, weil kann man ja meistens nicht. Versteht mal. Ja. Das ist übrigens das Schlimmste, was es gibt, ne? Wenn man helfen will und man kann nicht. Ja. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, sich selber treu zu bleiben. Das ist auch nicht das Schlimmste. Ja, ich weiß nicht, was das Schlimmste ist. Es gibt ja kein Schlimmste. Das ist das Beste. Das ist ein schöner Spruch. Okay. Es gibt gar nichts Schlimmes. Geil. Ja, so ist es. Ja, das ist ja wahr. Es gibt wirklich nichts Schlimmes. Das meine ich jetzt ernst. Okay, ciao.